Herzlich willkommen. 4 Wochen schaute die Welt auf Afrika. Wir haben stimmungsvolle Fußball-Weltmeisterschaften erlebt. Die Menschen waren begeistert, auch wegen der großartigen Leistung der deutschen Mannschaft. Aber wohin mündet diese Begeisterung nach der Weltmeisterschaft? Viele kleine Mädchen und Jungen laufen vielleicht zum nächsten Verein, um irgendwann einmal selbst zu den ganz Großen zu gehören. Hier aber bietet sich doch auch die gesellschaftliche Chance, eine Stimmung positiv zu nutzen. Das darf man von der Bundesregierung erwarten, aber nach den bisherigen Erfahrungen dennoch wenig erhoffen. In ihrem Antrag zum Sport in Europa räumt sie dem gesundheitlichen Aspekt des Sportes zwar große Bedeutung ein, aber mehr als wohlformulierte Sätze gibt es bislang nicht. Dabei ist es endlich an der Zeit, etwas für den Breitensport zu tun. Getan wurde aber eher wenig. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Vor wenigen Monaten beerdigten die schwarz-gelben Koalitionäre den Goldenen Plan Ost. Ein Sportstättenprogramm für die neuen Länder. Was für ein verheerendes Signal. Die Linke im Bundestag hatte hingegen gefordert, das Programm auch auf marode Sportanlagen in den anderen Bundesländern auszudehnen. Wenn die Bundesregierung den Breitensport gesundheitsfördernd unterstützen will, braucht es mehr als nur lauwarme Worte. Wir dürfen die Plätze und Hallen nicht allein den leeren Kassen der Länder und Kommunen überlassen. Derzeit sind 27 Millionen Menschen in Deutschland in etwa 90.000 Sportvereinen organisiert. Wo sollen diese denn, jung wie alt, trainieren, wenn im Schwimmbad das Dach einzustürzen droht oder der Platzwart für das kleine Fußballstadion nicht mehr bezahlt werden kann? Das ist nicht nur ungerecht, sondern vor allem ungesund. Denn Sport ist aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und fördert das Selbstvertrauen. Deshalb müssen alle entsprechend ihren Möglichkeiten Sport treiben können. Niemand darf ausgeschlossen werden. Deshalb wollen wir in einem neuen Sportfördergesetz die Grundsätze der Sportförderung verbindlich festlegen. Insbesondere der Schul-, Freizeit- und Vereinssport müssen unterstützt werden, auch für behinderte Menschen. Gleichzeitig schaffen wir damit die Basis für den Spitzensport. Ein in jeder Hinsicht zukunftsorientiertes Programm. Jetzt, auf der großen Welle der Begeisterung, wäre der richtige Zeitpunkt, um hier sichtbare Zeichen zu setzen. Was aber macht die Regierung? Sie erhöht die Krankenkassenbeiträge, weil ja bei guter Stimmung weniger Widerstand zu erwarten ist. Übrigens, genau wie nach der Fußballweltmeisterschaft 2006.